So, dumme kleine Menschheit, hier spricht das große, kluge Universalgenie. Der zukünftige Weltführer in der globalen Babysitterkratie geistiger Hosenscheißer. Die intellektuelle Krone der Schöpfung. Und so weiter. Und auch im Fall Inga, wird ein Haufen Bullshit getrieben. Die Ermittlungen taugen nichts, die Medien taugen nichts, die Bemühungen der Familie taugen nichts. Es gibt nur eines, was etwas taugt, das Universalgenie mit seiner genialen Logik. Da habe ich schon am Dezember 2023 diesen Artikel hier gemacht. Ingas Leiche im Gewächshaus unter Tomaten und Radieschen, Fragezeichen. Das Universalgenie logikt den Weg. So. Und der Kern des Ganzen ist nicht das Thema Radieschen. Wenn ich die Örtlichkeiten jetzt genau kennen würde, kann sein, dass ich sage, das geht nicht auf. Das Entscheidende an dem Ganzen ist nicht das Gewächshaus, sondern das Entscheidende habe ich hier nochmal erwähnt in dieser Darstellung. Inga und der Treffpunkt. Das geht's. Um das geht's. Wenn man das Ganze analysiert, dann gab es einen Treffpunkt. Die Inga hat den Spielplatz alleine verlassen, aber es ist mit ihr am Spielplatz vom Täter etwas ausgemacht worden. Das leite ich her. Und das hat niemand in dieser Klarheit bisher angesprochen, dass die Inga ist an einen Treffpunkt bestellt worden. Das kann man ableiten. Und das mache ich. Und deshalb reklamiere ich auch hier wieder für mich. Ich bin das Universalgenie. Versteht ihr? Ihr seid ein Sauhaufe als Menschheit. Ihr seid eine Idiotengesellschaft. Eure Experten taugen nichts. Das ist alles jämmerliche Scheiße. Jämmerliche Scheiße. Da macht der MDR einen Haufen Berichte und gibt sich Mühe und so. Aber auf das Universalgenie will man nicht hören. Hier habe ich's. Ich habe mich auch an die Leute gewendet, hier per Mail, an diesen Anwalt Schoppe, an seine Kollegin Kühlmei, an die Polizei, und Victim Recovery, was ist das? Keine Ahnung. Aber, alles umsonst praktisch. Und das wird schlimme Folgen haben für die Menschheit. Ich werde euch zur Sau machen. Versteht ihr? Eure ganzen Experten, euer ganzes Expertensystem, eure Wissenschaften, euer ganzen Staat, eure Politik, eure Institutionen. Ich habe es schon mal gesagt. Wenn das Universalgenie die Weltherrschaft antritt, dann werdet ihr selber eure Staaten mit Scheiße beschmieren. Eure verfluchte Drecksjustiz, korrupte, verlogene, teuflische Drecksjustiz wird ihre Gerichtsgebäude und Gerichtssäle mit Scheiße beschmieren. Scheiße zu Scheiße. Scheiße zu Scheiße. Eine Reinigung auf geistiger Ebene praktisch durch Sichtbarmachung dieser unsichtbaren Scheiße in euren Hirnen. Eure Parlamente mit Scheiße beschmieren, eure Universitäten mit Scheiße beschmieren. Ihr habt, es geht jetzt übers Kriminalistische hinaus, wenn man sagt, ja, warum auch die Universitäten? Ja, weil sie praktisch teuflische Ideologie verbreiten. Sie sind keine objektiven Horte der Wahrheitssuche, sondern es sind Teufelspfuhle der,
der Dekadenz und total ideologisch geworden. Ja, ob jetzt, sage ich mal, mit einem bösen, teuflischen Ziel der Familienzerstörung bei dem Gender-Irrsinn oder einfach wie charakterisiert man denn diesen Irrsinn, wenn man praktisch vom CO2 wegen CO2 einen Klimaschutz machen will, während an dieser Ideologie alles falsch ist. Umweltschutz gut, das ist gut, aber Klimaschutz ist Blödsinn, völliger hirnverbrannter Blödsinn. Ja, aber ist zur Ideologie geworden. Also, eure Drecksstaaten, eure Drecksgesellschaften. Also, ich befasse mich mal speziell mit dem Westen hier. Diese Hochburgen der Dekadenz, die müssen geschleift werden. Ja, da denken wir, oh, der ist ein böser Terrorist, das ist das. Blödsinn. Es ist ja so, dass ihr euch in eurer Dekadenz selber so weit vom Grundgesetz entfernt habt, dass es längst praktisch geboten ist, einen Widerstand praktisch, das Grundgesetz ruft ja dazu auf, praktisch Widerstand zu leisten, wenn es praktisch durch korrupte, geisteskranke oder einfach durch eine Politik, durch eine kontraproduktive, falsche, verlogene Politik ist ja alles schon so ausgehöhlt und entstellt und Grundrechte werden abgebaut im Namen der, darfst ja nicht reden über diese Krankheit da, die ist da, wegen der so viele Maßnahmen da ergriffen worden sind, ja. Aber gut, also wie gesagt, euer Staat ist durch und durch scheiße. Und ihr redet von Demokratie und sagt Demokratie stärken und bewahren und bla bla bla. Dabei wird sie ausgehöhlt und zerstört und es ist alles verlogen. Diese Gesellschaft heute ist der totale Abschaum geworden. Und wie gesagt, speziell auch eure Experten sind Schwachköpfe und das muss nicht im Sinne von Terror und Gewalt und Unrecht und so, sondern hier geht es um einen geistigen Kampf. Aber auf dieser Ebene muss dieser Dreckstaat, zu dem ihr ihn gemacht habt, muss völlig, diese Leute müssen völlig entmachtet werden. Dieser Staat muss durch und durch gereinigt werden mit Scheiße. Ihr müsst euren ganzen Staat mit Scheiße beschmieren. Eure Gerichte, eure Parlamente, eure Universitäten. Alles, was diesen Staat geistig ausmacht. Eure Medien, die sind alle ausrottungswürdig. So gut wie alle. Schaut man sich die Atlantikbrücke an. Sind alle Medien, jetzt bin ich wieder ein bisschen abgedriftet, aber komm, scheiß drauf, Atlantikbrücke, da sieht man praktisch, das ist ein Einblick in den Zustand der Gesellschaft, dass alles korrupt und unterwandert ist. Korrupt, dekadent, kriminell, unterwandert. So, das sieht man alles. Unsere gesamten Medien sind praktisch, werden von den USA auf Geheimdienstebene, kann man sagen, gesteuert. Alles. Alles korrupt. Alles korrupt. Und ja, ich lasse mich nicht
am Denken hindern durch den Begriff Verschwörungstheorie. Ja, es gibt Verschwörungen. Und wie soll man das praktisch daran nicht glauben, wenn man sowas sieht hier? Und so ist es, so korrupt ist die Justiz bei uns und die Politik und alles. So, und deshalb, wie gesagt, ich kündige es an, wo ich Recht habe, werde es dazu einsetzen, diesen Staat, die Dekadenz in diesem Staat zu vernichten. Die Dekadenz zu vernichten, ja. Alles gegen alle diese Medien, gegen diese Behörden, auch gegen diese, gut, was die Angehörigen, wenn es die nicht erreicht hat, ich habe ja nicht persönlich kontaktiert, dann da würde dann schon differenzieren. Aber wie gesagt, ich bin in fundamentaler Opposition gegen so gut wie alles, was hier Rang und Namen hat und sich irgendwo wichtig macht. Und dass das gleich klar ist. Wo ich erfolgreich sein werde, dann da wird alles untergehen, was sich mir in den Weg gestellt hat oder mich ignoriert hat. Alles. So, und jetzt haben wir da ein, wir sind nicht in einem Zustand, ja, lass uns doch alle mal, sei doch nicht so und irgendwie bla 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 und lass uns doch einen gemeinsamen Strang ziehen. Ich habe eine Lebensgeschichte und ich habe eine Vergangenheit mit diesen Idioten auf dieser Welt und da muss sich niemand irgendwelche Illusionen machen. Was passiert, wenn ich gegen eine ganze Nation aus Schwachköpfen, ja gut, die Nation aus Schwachköpfen, das klingt jetzt alles so extrem extremistisch, aber ja, nee, es ist so. Das ist ein Beispiel von vielen, vielen Fällen, wo ich praktisch gegen eine Wand von gegen Wände laufe und wo ein Kartell von Idioten diese Fälle praktisch verwaltet und ja, wo man schon viel weiter sein könnte, aber es haben einfach Idioten in der Hand, das Ganze. Idioten gegen das Universalgenie. Inga und der Treffpunkt. So, und darum geht's jetzt. Ich verweise jetzt nochmal auf das, gut, was ich jetzt auch machen sollte, das ist die Karte. Also, es geht um den Bereich hier. Es geht um den Bereich hier. Und in diesem Haus hier, in diesem Haus war die Mutter, also es andersrum. Also da in dem Bereich hat sich das Ganze so abgespielt, der Nachmittag mit den Kindern und pipapo. Und in diesem Haus waren auch Leute praktisch, die Familie von der Inga gekannt hat. So. Und jetzt machen wir Folgendes. Da gibt's jetzt diesen Podcast. Und jetzt gehen wir mal, den brauchen wir eigentlich jetzt nicht in diesem Fenster. Ich habe nur einen anderen Bildschirm, da kann ich das rüberholen und kann jetzt das dort mal abspielen. Ich mache es noch kleiner, Moment, dass ich ein bisschen Platz spare. So, im anderen Fenster. Und jetzt, ich zeige es aber noch kurz, das ist dieser Podcast. Die Spur der Täter, wo ist Inga? Das ist das, der Hanne. Da bin ich jetzt schon, das ist 1:12 lang. Ich bin jetzt schon bei Minute 21 und 40 Sekunden. Da gehe ich jetzt rein und circa vielleicht 8 Minuten oder 7 Minuten oder so.
Und das ist die entscheidende Zeit. So. Und da, die Vorgeschichte, die kann man dann kann man praktisch weglassen. Jetzt geht es um die Phase, der Nachmittag ist schon vorbei. Sie werden jetzt eigentlich heimgefahren, aber jetzt bleiben sie doch noch da. Und es gab vorher ein Fußballspiel hier einfach so Kinderaktivitäten mit Erwachsenen zusammen. Und jetzt ist die Phase, wo es ans Abendessen geht. Und jetzt haben sich die Frauen zurückgezogen ins Haus, um das Abendessen zu bereiten. Ich gehe vielleicht noch ein bisschen zurück. Moment. Bei einer Kindergruppe. Du kannst mit denen hier rumlaufen, aber ich möchte immer, dass du mich siehst. Okay, ich steige mal da ein. Jetzt ist es 18, jetzt ist es bei 18 Minuten und 33 in dem Podcast. Oder Moment, jetzt muss man schauen, vielleicht kann ich das auch so klein machen, dass ich das Ding, das Fenster hier einblende. Moment. Ja, komm, jetzt machen wir es so. Jetzt blende das ein und mach das vielleicht ein bisschen kleiner. Ja, da bin ich auch noch drauf. Komm, scheiß drauf. Bin zwar jetzt da nicht mal Visage, ist zwar jetzt nicht wichtig, aber kann es noch kleiner, kann es nicht machen. Okay, dann. So. Jetzt, da sieht man 18:18:33. Dann gehe ich mal da rein an der Stelle. Gut, so. Du musst mich sehen und ich muss dich sehen. Das hat sie ihr versucht einzuschärfen. Das war ganz wichtig. Am Nachmittag wurde dann auf dem Gelände Fußball gespielt. Okay. Und spätestens zu diesem Zeitpunkt hat nun wirklich eigentlich der ganze Wilhelmshof mitbekommen müssen, weil beim Fußball, da wird gejubelt, da schießt einer ein Tor, da ist was los, da sind Kinder, da ist was. Manche kamen ja auch und sind dort vorbeigelaufen, haben sich das angeschaut, manche haben auch mitgespielt. Da gab es dann eben auch einen Kontakt von Inga zu noch weiteren Personen als diesen Familien. Die haben sie gesehen, die waren ihr nah. Möglicherweise ist dann bei diesen Personen irgendwie ein Impuls ausgelöst worden, der dann zu ihrem Verschwinden führte. Wurde alles überprüft, alles ergebnislos bislang. Und Ingas Mutter hat sich auch ein bisschen zu diesem Fußballspiel geäußert, weil das auch nicht ganz unwichtig ist für den weiteren Verlauf des Tages. Hören wir da mal. Es lag natürlich auf der Hand, dass eine Fünfjährige nicht allzu oft Ballkontakt hat, aber sie hat trotzdem versucht, da mitzulaufen und hat auch hier und da mal mitgespielt. Und das ist jetzt unwichtig aus meiner Sicht, aber da geht es jetzt um ein paar Minuten, also lassen wir das jetzt durchlaufen. Ich habe ja schon schon vieles abgeschnitten praktisch. Ich steige ja nur in einen kleinen Teil dieses Podcasts ein. Also, okay. Wenn sie eben gemerkt hat, dass sie den Ball nicht kriegt, dann ist sie auch mal vom Spielfeld wieder runtergelaufen und hat an dieser kleinen Pferdekoppel, die dort geguckt und sich beschäftigt. Sie war auch mal bei mir und ist dann wieder zurück aufs Spielfeld gegangen. Also Inga war schon einen Großteil der Zeit auch auf dem Spielfeld. Und immer im Blick auf dieses also, so Spielfeld. Wie du es beschrieben hast, sie kann sich frei bewegen, aber es gibt trotzdem immer eine Verbindung zur Gruppe. Sie ist eigentlich nie dort alleine unterwegs, ohne dass irgendjemand sie im Blick hat und vor allem auch ihre Mutter. Später entscheidet sich die Familie dann noch spontan, doch noch zum Abendessen zu bleiben. Da ist es ungefähr 18 Uhr. Was passiert um diese Zeit genau? Jetzt beginnt eigentlich die kritische Zeit. Aber jetzt ist dann auch jedes Detail wichtig, denn jetzt bahnt sich diese Situation an, in der Inga verschwindet und seit 8 Jahren nicht mehr gesehen wurde. Dass die Gehrig es anders als geplant nicht nach Hause fahren, sondern noch zum Abendessen bleiben, sagte mir Frau Gehriger, das konnten eigentlich nur Menschen erahnen, die sie ganz gut kennen. Man konnte es vorher wissen, es war zwar spontan, aber das war auch schon mal so, dass sie auf dem Hof waren. Sie waren insgesamt, glaube ich, 4-mal schon vor diesem 2. Mai 2015 war die Familie schon auf dem Hof und es war schon einmal. Das ist jetzt alles nicht so wichtig, das habe ich, aber immerhin horchen wir es uns mal an.
mal so, dass sie sich dann bei schönem Wetter entschlossen hatten, wir bleiben länger. Also jemand, der sie kennt, konnte erahnen zumindest, dass sie länger bleiben. Es war auch in der Gruppe nicht so, dass einer gesagt hat, nun bleibt schon, bleibt länger und so, weil er vielleicht geplant hat, Inga zu entführen, ja, weil es am Tag nicht geklappt hat und er darum wollte, die bleiben länger, dann kann ich das in die Tat umsetzen. Das ließ sich so auch nicht rekonstruieren, das war nicht so. Aber man konnte es erahnen, man hat es ja auch gesehen, die bleiben etwas länger. Nur für einen Täter, der das alles geplant hat, wird es dann schon sehr schwierig, weil das konnte er jedenfalls nicht so richtig voraussehen. Ohne dass das jemand großartig organisiert hätte, ergab es sich dann, dass die Mütter gegen 18 Uhr, die Mütter dieser drei Familien, in die Küche der Gastgeberfamilie gingen und das Abendessen vorbereiten. Offenbar hier. Und die Väter und die Kinder, die sollten draußen ein bisschen das Spielzeug aufräumen, was vom Tage liegen geblieben war. Offenbar hier, weil die Mutter sagt, sie hatte Blickkontakt noch. Von der Küche aus konnte sie was sehen. Und da kommt eigentlich nur das Haus wirklich in Frage. So, weiter. Und die sollten dann den Grillplatz einrichten. Feuerschale sollte aufgestellt werden. Irgendwo da. Die Bänke und Getränke mussten dahin getragen werden. Insgesamt waren das 9 Kinder. Und vom Küchenfenster aus, sagt Ingas wahrscheinlich Mutter, hier, kann sie nach danach beobachten, dass die Inga mit 2 Vätern und anderen Kindern vom Wohnhaus zum Grillplatz geht. Das heißt, darüber. Man muss sich das so vorstellen, die beiden Männer hatten diese Feuerschale, sind vorne weggelaufen und die 3 Kinder sind mit Getränkeflaschen den beiden Männern hinterhergelaufen. Und irgendwann sind die dann auf diesem Grillplatz auch angekommen. So rüber. Und die Kinder haben dort auch diese Getränkeflaschen auf den Tisch gestellt. Und da muss Inga noch mit dabei gewesen sein. Nun beginnt aber eben dieses Zeitfenster, du hast es angesprochen, in dem Inga verschwindet. Auf die Minute genau ist es schwierig zu rekonstruieren, weil man erst nach ein paar Minuten ja dann feststellt, dass das Kind, was man eigentlich die ganze Zeit in dieser Gruppe irgendwie vermutet und irgendwann auch gesehen hat, dann doch nicht mehr da ist. Aber trotzdem lässt sich es relativ genau eingrenzen. Und eine Rolle spielt hier auch ein Blechpferd in der Nähe dieses Grillplatzes. Was hat es denn damit auf sich? Also, so, das zeige ich jetzt kurz. Dieses Blechpferd, da habe ich ein gutes Bild gefunden. Das habe ich hier veröffentlicht damals. Das Blechpferd. Da zeigt praktisch der ehemalige Dings, ist das, glaube ich, Heimleiter oder so. Der zeigt das Blechpferd. Und das ist jetzt hier da, und im Hintergrund sieht man so eine Art Koppel. Das sind jetzt keine Pferde drauf, aber das, wenn man jetzt schaut, das ist der Bereich. Das ist der Bereich. Also, da sieht man hier das Blechpferd. Moment, ich gehe nochmal zurück. Also, das Blechpferd ist so etwas neben der Hütte. Nicht vor der Hütte, sondern neben der Hütte und hinter der Blechpferd ist die Koppel. Also jetzt gehen wir in das Ding rein. Also das hieße ja dass es so in dem Bereich ist. In dem Bereich ist das, wäre das Blechpferd, also man sieht, das ist was anderes, das sind dann Bänke oder so, aber in dem Bereich muss das Blechpferd sein und dort hinten ist dann die Koppel und das dahinter ist dann wohl so der Bereich vom Grillplatz, so habe ich es verstanden. So, also, genau. So ist das zu verstehen, ja. Gut, und das ist jetzt bedeutsam, das ist jetzt wichtig. Die Inga war in dem Bereich beim Blechpferd. Und da, jetzt wird's wichtig. Jetzt wird's richtig wichtig. Weil dort, sag ich, die Inga hat nicht jemand mitgenommen. Hier geht's jetzt, Achtung, jetzt alles weglegen. Sich geistig konzentrieren auf die großen Worte des großen Universalchinesen. So. Also, Achtung. Ich sage, die Inga ist nicht
hier wirklich vom bösen Mann entführt worden, sondern ich sage, der hat sich in dem Bereich an sie angeschlichen, hat es geschafft, mit ihr zu kommunizieren und einen Treffpunkt mit ihr zu vereinbaren. Das ist meine These in diesem Fall. Dass es in dieser Phase eine Kommunikation gab und das ist ja das, wenn praktisch das ist wie wenn Kinder praktisch werden von ihren Eltern ermahnt, du darfst nicht mit einem fremden Mann gehen und das und so. Und dann kommt aber der fremde Mann mit irgendwas, mit einer Geschichte dass er zu Hause im Keller junge Kätzchen hat oder irgendwas. Und dann schafft es so an jemand praktisch, sich zwischen das Kind und seine Eltern, also erstmal im Kopf dazwischen zu drängen und das praktisch näher dran zu sein am Kind, dass das Kind ihm folgt praktisch und das vergisst, was die Eltern ihm beigebracht haben. Und dieses praktisch, sage ich, in den Kopf reinsitzen sozusagen, hier hat es der Täter irgendwo geschafft, in den Kopf des Mädchens reinzusitzen und sie zu manipulieren. Und dann hat das Mädchen diesen Platz alleine verlassen, nicht mit jemand, aber ich gehe davon aus, sie hat sich, es gab einen vereinbarten Treffpunkt und das, dass sie diese Schlussfolgerung oder diese Überlegung, die leite ich her. Das ist nicht eine, das stelle ich nicht rein so ins so als These ins Blaue, sondern das leite ich her. Und jetzt wird dieses Ding ganz spannend und interessant, dieser Bericht. Achtung. So, dieses Blechpferd ist im Prinzip der Ort, wo man mit Sicherheit sagen kann, dass Inga da noch da war. Da waren mehrere Personen um dieses Blechpferd herum, also das stand in der Nähe des Grillplatzes. Da sind Kinder draufgeklettert. An dem Abend war es so, dass Ingas Schwester zu der Zeit auf dem Pferd saß. Das ist so ein Pferd für Reitübungen, also hat etwa die Größe eines kleinen Pferdes. Da konnten die Kinder raufklettern und eben Reitübungen machen. Da war auch ein kleiner Voltigierplatz. Und Ingas Schwester saß darauf und Inga stand davor. Das haben mehrere Personen gesehen. Da war Inga noch da. Das kann man mit Sicherheit sagen. Inga wartet, nach Aussage einiger Zeugen, wartet, bis ihre Schwester dort vom Pferd runtersteigt, weil sie selber da mal rauf will. Sie ist zwar ungeduldig, aber irgendwie auch nicht so ungeduldig, wie man das vielleicht erwarten könnte. Und das zumindest war für Ingas Mutter jetzt in Erinnerung, im Interview, das ich mit ihr geführt habe, das war eine ganz wichtige Szene für sie. Im Nachhinein haben meine Kinder aber auch geäußert, dass sie sehr im Nachhinein sehr verwundert darüber sind, dass Inga sich so für ihre Verhältnisse ruhig und zurückhaltend an diesem Pferd verhalten hat. Also die Kinder hatten dann so ein bisschen spekuliert, sie wird doch nicht irgendwie betäubt gewesen sein oder ruhig gestellt gewesen sein. Dass die da schon irgendwie anders war. So, und das ist für mich eine ganz bedeutsame Sache. Ich denke jetzt hier nicht speziell daran, dass sie mit irgendwelchen Substanzen betäubt war, sondern ich deute das so, dass praktisch, ich sag mal, wenn jetzt so ein innerer Kampf ist praktisch, dass sie weiß, die Mutter will, die erwartet so und so von ihr, aber wenn sie so praktisch so einen inneren Kampf hat, jetzt
wenn es jetzt jemand schafft, sie zu beeinflussen und sie so das Gefühl hat, es ist nicht ganz so das, was die Mutter möchte, dann ist so ein innerer Kampf. Und das, denke ich, das kann die Erklärung sein, für ihr seltsames Verhalten. Aber ich kann es noch besser, das klingt jetzt so ein bisschen nach Spekulation, aber ich kann es noch besser zeigen. Jetzt geht's erstmal weiter. Aber das ist natürlich reine Spekulation. Aber das ist den Kindern unabhängig voneinander irgendwie aufgefallen. Und ich meine, die Geschwister haben ja nur Tag für Tag auch mit Inga zugebracht. Die wissen ja ganz genau, wie ihre Schwester sich in welcher Situation verhält. Also, das heißt, ich nehme das auf. In meine Überlegungen nehme ich das auf. Ich sage nicht, dass ich irgendwie Zufall oder bla bla bla, sondern ich sage, das ist tatrelevant. Entweder hat das seltsame Verhalten der Inga ist für mich tatrelevant und ist für mich die Folge dessen, was der Täter gemacht hat. Also entweder hat er sie chemisch ihr was gegeben oder das war praktisch, weil wenn er zum Beispiel, also wenn er einen Treffpunkt macht, dann kann man davon ausgehen, dass es heimlich ist. Und was eignet sich denn für einen Treffpunkt? Als Treffpunkt, wenn es hier geht, dass die Mädchen hier scharf waren auf das Thema Pferde und Reiten, dann ist es natürlich klar, die echten Pferde sind hier. Die echten Pferde sind hier in diesem Bereich. Da sind die Ställe, da sind die echten Pferde. Das sind vielleicht ein paar Gänse oder was auch, die weißen Punkte. Aber da sind die echten Pferde und da kann man auch davon ausgehen, dass die Kinder da schon mal waren und es wissen. So, also das, ich gehe davon aus, das ist natürlich jetzt eine These, da könnte man auch was anderes irgendwie, aber das ist für mich das die Arbeitshypothese und das Schlüssigste, dass man praktisch Kinder, wenn ein Kind hier auf dem Flechtpferd praktisch, wenn sie so scharf sind aufs Thema Reiten, und dann kann ich mir gut vorstellen, wie so kleine Mädchen praktisch begeistert sind, wenn man ihnen irgendwas von echte Ponys und Pipapo erzählt. Das ist meine Überlegung. So, also das war das Lockmittel. So, und jetzt geht's weiter. Man hört, wie die Mutter und wie die ganze Familie natürlich diese gesamten Situationen immer wieder durchdenken und zerdenken und natürlich auch unglaublich viele Zeit und Kraft dort reinfließt in diesen Tag. Das ist für mich schon beeindruckend, so einen Ton zu hören. Als Außenstehender könnte man auch sagen, ein fünfjähriges Kind, das den ganzen Tag draußen im Wald tobt, ist einfach um 18 Uhr auch ein bisschen geschafft und vielleicht deswegen ruhiger. Aber das können wir jetzt nicht beurteilen. Sie hat das ja auch ganz gut begründet, welchen Eindruck die Geschwister davon auch haben. Aber ich finde den O-Ton ganz eindrucksvoll, weil es zeigt, welche Details auch für die Familie nach wie vor wichtig sind. Wie geht's denn dann weiter? Wer stellt wann fest, dass Inga nicht mehr da ist? Jetzt wird's schwierig. Jetzt gibt es kaum noch Klarheit, was danach so passierte. Es gibt also nicht mehr mehrere Zeugen, die Inga an einem Ort gesehen haben, sondern es gerät ein bisschen durcheinander. Kann man irgendwie auch verstehen, weil es eigentlich eine relativ normale Situation. Eltern, Kinder bereiten etwas vor. Es ist unübersichtlich, wie gesagt, 9 Kinder, die da durcheinander wuseln. Nicht jeder kann sich auch im Nachhinein an die Minute 18.17 Uhr, 18.19 Uhr, 23 erinnern, wo war da welches dieser 9 Kinder? Na klar, jeder hat dann auch ein bisschen zu tun. Die Väter richten da die Feuerschale ein, die Mütter versuchen da das Abendbrot fertig zu machen. Die Kinder sind frei, sie können sich da frei bewegen. Aber zumindest eine Beobachtung ist wichtig. Ein Zeuge sagt, dass Inga in Richtung des Hauses der Gastgeberfamilie gelaufen ist das und nicht in Richtung Wald. Das ist jetzt wichtig. Also,
Wir haben die Inga da in dem Bereich und meiner Meinung nach gab es dann den Moment, wo sie unter dem Einfluss des Täters praktisch gestanden ist und dann praktisch, also es ist mit ihr ein Treffpunkt ausgemacht worden und der Täter hat sich natürlich nicht getraut, sie an der Hand zu nehmen und mit ihr wohin zu gehen, weil das ja aufgefallen wäre, sondern die Taktik war, einen Treffpunkt auszumachen. Und dann ist sie alleine in diese Richtung und jetzt kann natürlich theoretisch sein, es hat sie ist in das Haus zu ihrer Mutter und es hat sie jemand in den Keller gezogen und was weiß ich was. Also solche Sachen sind nicht auszuschließen. Aber ich sag mal so, ich kenne die Familie nicht. Und dann einfach in mir eine Geschichte auszudenken, dass jetzt hier der Familienvater von diesen Gastgebern das Monster sein soll, sowas mache ich nicht. Das ist falsch, das wäre falsches Vorgehen. Solange da nichts dafür spricht, tut man sich nicht auf solche konkreten Leute. Es könnte in irgendeinem anderes Haus gewesen sein, aber das ist nichts, was ich grundsätzlich ausschließen kann, aber das ist auch nichts, was für mich zulässig ist, ins Blaue hinein gegen konkrete Leute was zu verdächtigen. Deshalb, bleibt für mich einfach das Thema Pferde als Lockmittel. Aber gleichzeitig denke ich auch, dass mittlerweile das alles so abgesucht ist, dass jetzt ein Hinweis zu sagen, ja, bei den Pferden könnte es doch irgendwo sein, da denke ich, das ist einfach abgesucht. Ich muss jetzt praktisch aus heutiger Sicht überlegen, an irgendeinem Stand der Ermittlungen hat die Polizei wohl auch gedacht, dass es oder hat diesen Orte überprüft, denke ich mal. Da kann ich jetzt, wenn sie dabei Fehler gemacht haben, und dann kann ich das nicht mehr korrigieren jetzt. Für mich gibt es einen einzigen Ort, der alles erklären kann und wo eben auch erklärt werden kann, warum die Polizei nichts gefunden hat. Und das ist das Gewächshaus hier. Das ist das Gewächshaus. Also, auf dem Weg von dem Spielplatz zu diesem Treffpunkt, dass der Täter sie dann hier ist, es abgelegen genug, dass er sie dann irgendwo hinbringen kann. Und vor allem geht es auch darum, dass das Gewächshaus wäre ein Ort, wo man tatsächlich bei der Spurensuche mit Leichenhunden ausklammern könnte. Das könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwie man vielleicht denkt, also sowas ist gar nicht vorstellbar irgendwie im Gewächshaus. Dass es also nicht so war, dass der Täter gesagt hat, komm, wir gehen ins Gewächshaus, ich zeig dir schöne Tomaten oder irgendwas, Radieschen, sondern natürlich hat er gesagt, wir gehen zu den Pferden, aber dass man sich als Treffpunkt auf dem Weg zu den Pferden, zum Beispiel das Gewächshaus, vornehmen konnte. Das, solche Überlegungen, also für mich aber nochmal, es geht nicht nur darum, was halte ich für die tollste Idee, wenn ich jetzt einen Fall lösen müsste, sage ich mal, und jetzt Ermittler wäre, sondern ich muss andersrum denken.
wenn es hier schon Ermittler gab, die etwas in dem Fall gemacht haben, sie sind zwar nicht so genial wie das Universalgenie, aber ein bisschen was hätten sie auch gedacht, dann muss ich mir überlegen, okay, was könnten die übersehen haben? Und bei all diesen Gedanken komme ich immer wieder auf das Gewächshaus. Das Gewächshaus ist ein Ort aus meiner Sicht, der alles erklären kann. Wenn man sich vorstellt, dieser Wilhelmshof ist in allen Ecken und Enden abgesucht worden mit Hunden und Pipapo. Und was konnte übersehen worden? Was man einfach sich nicht vorstellen konnte. Und das ist das Gewächshaus. Das kann ich mir vorstellen, dass dort alles ist, also passiert ist, und auch bis heute die Leiche der Inga irgendwo vergraben ist, ja. Also ein Loch zu graben, das tief genug ist, um so ein Kind praktisch so weit unterhalb der Erde zu begraben, dass es, sagen wir, bei normalen Gartenarbeiten nicht mehr in diese Tiefe geht. Das braucht keine lange Zeit. Also das ist absolut denkbar, und dass man bei allen Suchen und mit Hundesuche und so weiter einfach das Gewächshaus immer ausgeklammert hat und dass sie dort vergraben liegt. Ja, das ist die Überlegung. Jetzt gehen wir nochmal hier in das Ding. Sagt ein Zeuge. Das ist ganz, ganz wichtig, weil es ja auch später dann bei der Suche nach Inga eine große Rolle spielt. Die fand ja in Richtung Wald statt. Und diese Szene, die er da beobachtet, dass Inga eben in Richtung Gastgeberfamilie gelaufen ist, dass sie eben da an diesem Haus war, die ist eigentlich die Szene, die letzte, wo Inga dann lebend gesehen worden ist oder überhaupt gesehen worden ist. Ab dann, danach ist sie verschwunden, und das sind dann nur ganz, ganz wenige Minuten. Und das sind natürlich jetzt dann Beginn, Spekulation, Vermutung, weil man eben nicht weiß oder nur der Täter weiß, was danach passiert ist. Und alle anderen fragen sich, was könnte passiert sein? Auch Ingas Mutter fragt sich das. Und sie fragt sich das seit 8 Jahren jeden Tag. Ich könnte mir vorstellen, dass Inga sich tatsächlich auf den eigentlichen Wilhelmshof wieder zurückbewegt hat. Ich könnte mir vorstellen, dass sie in eines der Häuser gegangen ist oder gelockt wurde. Ich könnte mir vorstellen, dass sie... Da geht es jetzt eben darum, um diesen entscheidenden Punkt. Ich gehe davon aus, die Tätereinwirkung auf Inga, die auch zu ihren Verhaltensänderungen geführt hat, die war eben in dem Bereich schon. Und als sie dann den Bereich darüber verlassen hat, gab's schon einen mit dem Täter vereinbarten Treffpunkt, und da bin ich der Einzige, der das so auf dem Schirm hat. So wie die Mutter sich äußert, geht sie eher davon aus, das Mädchen ist halt hier rumgeschlendert und ist dann irgendwo auf jemand getroffen. Und ich sage praktisch, das gab einen Treffpunkt. Vielleicht auch ruhig gestellt worden ist und dann irgendwo, das klingt jetzt furchtbar, aber zwischengeparkt, ich weiß jetzt kein anderes Wort, also ist, und von da aus dann vom Wilhelmshof runtergefahren wurde. Also möglicherweise in irgendein Fahrzeug. Ja, und das ist natürlich möglich, aber das ist dann für mich was, das ist natürlich eine plausible Alternative, die kann ich nicht ausschließen. Das ist nicht, dass ich das für falsch halte und deshalb meine Überlegungen anders sind, sondern ich muss mich, sondern das ist einfach, wenn sie jemand weggebracht hat, wenn er das geschafft hat, sie mit dem Auto irgendwo hinzubringen, dann
ist sie praktisch meinem Recherchen oder meine Überlegungen entzogen. Weil wenn das gelungen ist, vor so vielen Jahren ein Fahrzeug einzusetzen und aber jetzt nicht aufzufliegen da dabei, dann kommen wir hier heute auch nicht mehr dran. Dann, ich muss mich auf das konzentrieren, was noch greifbar ist, und das ist eben das der einzige Ort aus meiner Sicht des Gewächshauses. Nicht, dass es wirklich so klar und eindeutig alles für das Gewächshaus spricht, sondern das ist der einzige Ort, wo ich praktisch etwas beitragen kann. Das ist plausibel, was ich sage, aber so als die einzige Möglichkeit wahrscheinlich ist es nicht. Und das bin ich mir auch bewusst. Und wenn es dann letztlich rauskommt, dass es nicht das Gewächshaus war, dann ist es nicht, dass ich jetzt praktisch schlecht gedacht habe mit einer Schnapsidee, von der ich hundertprozentig überzeugt war und so weiter. Nein, sondern so mit diesen Erklärungen komme ich auf diese Möglichkeit, ja. Und wenn es dann eine Überprüfung gab mit Leichenhunden im Gewächshaus, vielleicht hat es die schon längst gegeben oder wird sie jetzt noch gemacht, und dann käme raus, da ist nichts, dann ist halt nichts. Dann bin nicht ich der Versager, der da schuldhaft irgendwie was falsch gemacht hat, sondern dann ja, hat man eben das überprüft, was noch möglich war. Jetzt wird er aber müde, mei. Okay, also, man muss da ganz scharf unterscheiden. Man kann, das Gewächshaus ist jetzt nicht logisch hergeleitet, wirklich. Das ist eine These, die ich für plausibel halte. Überprüfenswert. Aber das, was ich herleite und wo ich sage, da bringe ich etwas in diesen Fall rein, einen Beitrag, wo vor mir die anderen einen Fehler gemacht haben. Diesen Anspruch, den habe ich da dabei, dass man das Verhalten der Inga, dass man aus dem Verhalten der Inga auf eine klare Wahrscheinlichkeit eines Treffpunkts. Das denke ich, das kann man wirklich ableiten. Also nicht 100% beweisen, aber das ist jetzt, versteht ihr, das Gewächshaus ist eine Idee, das man letztlich da überprüfen sollte, aber es ist eine Idee, während das mit dem Thema Treffpunkt an sich ist eine etwas Hergeleitetes. Das ist nicht einfach so eine Idee, das ist hergeleitet, nicht mit absoluter Sicherheit, aber es ist hergeleitet, und das ist eine Idee, eine reine Idee, die ist erst was wert, sage ich mal, wenn sie bestätigt ist. Sonst kann man sagen, ja gut, ist interessant oder so, aber richtig nachweislichen Wert hat's, wenn sich's bestätigt hat bei der Idee. Aber bei der Herleitung, das ist schon jetzt ein Wert. Das ist schon jetzt, hat schon jetzt einen klaren Wert. Das ist ein wertvoller Beitrag. Und ich sage mal, wenn man das nicht erkennt, so wie die, und so ist ja bisher auch von den anderen, wenn man nicht offen und klar sagt, hier gibt es eine hergeleitete Wahrscheinlichkeit für einen Treffpunkt, dann macht man was falsch. So. Und das ist das muss man erkennen, das muss man verstehen, was der Unterschied ist zwischen so einer Idee
Arbeitshypothese mit dem Gewächshaus, das ist gut, das muss man überprüfen, aber was dann hergeleitet ist, mit einer großen Wahrscheinlichkeit, so. Und das ist, dass es einen Treffpunkt gegeben haben muss. Jetzt höre ich mal nochmal rein. Ich habe da im Kopf ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie in ein Haus, erstmal in einen Keller zum Beispiel gelockt worden ist, auf welche Art und auch immer, und dort auch erstmal eingesperrt wurde oder so. Ich kann mir vorstellen, dass eine bekannte Person sie an die Hand genommen hat und mit ihr weggegangen ist. Das sind alles Überlegungen, die Viktoria Gericke aus heutiger Sicht anstellt. Inklusive eben Bekannter, also sprich auch ihr bekannter Personen, fremde Personen von dem Hof, die redet da auch von unterschiedlichsten Szenarien. Das ist auch wieder ungeheuerlich, aber eben auch beeindruckend gleichzeitig, wie diese Frau eben über die ganzen Szenarien auch nachdenken muss und das bis heute tut. Also da ist sie in dem Gespräch mit dir wirklich sehr, sehr offen auch mit ihren Gedanken umgegangen. Das ist schon beeindruckend, finde ich. Sie hat übrigens auch jetzt erst angefangen, sich die Akten durchzulesen. Also jetzt 8 Jahre später hatte sie erst die Kraft dazu, wollte es genau wissen, weil man ja eben in den Akten kann sie die Zeugenaussagen der Person lesen, die sie ganz gut kennt. Also von ihren Freunden, wie die die Situation damals eingeschätzt haben. Und solche Vernehmungen gehen ja sehr ins Detail. Also es wird niemanden anders geben, der diese Akten intensiver studiert und liest als sie. Jedes Wort legt sie ja auf die Goldwaage. Weil da drin ja ein Detail stecken könnte, was mit dem Verschwinden ihrer Tochter zu tun hat. Und das hat mich auch sehr beeindruckt, wie langsam und akribisch sie auch vor. Es sind ja wahnsinnig viele Aktenseiten, sind 2000 oder so. Und sie liest das. Ich weiß nicht, ob da noch was kommt, aber ich glaube, das Wesentliche Hammer. Ganz langsam dezidiert. Lass noch ein bisschen, aber ich glaube, das Wesentliche Hammer. Satz. Und zieht so ihre Schlüsse. Wo ist denn Ingas Mutter eigentlich zu dieser Zeit selbst? Ist sie nach wie vor in der Küche? Und wie stellt sich dann am Ende auch heraus, dass Inga nicht mehr da ist? Ingas Mutter ist mit den anderen Frauen in der Küche. Sie hat einige Minuten zuvor eben gesehen durch das Küchenfenster, so sagt sie selbst, wie Inga in Richtung Grillplatz geht. Dann kommt Ingas Vater in die Küche und fragt seine damalige Frau, die Eltern sind ja inzwischen getrennt, fragt sie, soll er Ingas Jacke mit zum Grillplatz nehmen? Es ist ja 18.20 Uhr vielleicht zu dieser Zeit. Es wird langsam kühl, die Sonne steht schon tiefer und es wird ein bisschen frisch. Und Inga hatte ein T-Shirt an und so. Er kommt also und fragt, soll er Ingas Jacke mitnehmen? Und er sagt ihr auch, das Feuer in der Feuerschale sei jetzt angezündet. Und da kam wie so ein Reflex bei mir, dass ich gedacht habe, Feuer, Inga. Da habe ich zu ihm gesagt, wo ist denn Inga? Und da sagte er, dass er sie noch gesehen hat, gerade erst. Aber es war für mich trotzdem eine absolut beunruhigende Situation. Und daraufhin ist ja dann die älteste Tochter der Gastgeberfamilie auch auf meinen Wunsch hin los. Oder beziehungsweise sie hat dann gesagt, ich gehe gleich mal gucken. Die hat das auch angeboten und ist los und hat geguckt, wo Inga ist, kam dann wieder mit der Nachricht, sie konnte Inga nicht finden, ist dann nochmal los, soweit ich das richtig erinnere, und kam dann wieder zurück und hat sie nicht gefunden. Und das war dann dieser Moment, wo ich dann losgerannt bin, erst zu dem Pool und dann direkt in den Wald. Warum denn genau diese beiden Stellen, Pool und Wald? Naja, Pool, das kennt jeder, der Kinder hat, gerade in dem Alter, die noch nicht schwimmen können. Das ist eine große Gefahrenquelle, da kann ein Kind reinstürzen und ertrinken. Also hatte die Mutter Angst, na klar, das mit der Feuerschale erschließt sich ja auch logisch. Und Wald, muss man sagen, war der erste oder der zweite Impuls dann bei Viktoria Gericke, weil Inga bereits am Nachmittag schon einmal in den Wald gelaufen war und die Mutter keinen Sichtkontakt mehr hatte zu Inga. Das fiel dann aber Gott sei Dank auf und die Mutter ging hinterher und hat Inga gesagt, du musst mich sehen, ich muss dich sehen, du kannst nicht einfach in den Wald gehen. Das spielt eben auch eine Rolle, dass sie als 5-Jährige so ein bisschen Grenzen ausgetestet hat, erzählte mir die Mutter. Das war so, sie hat sich dann umgeschaut und passiert was, darf ich das noch, was ist zu viel und so.
auch eigentlich was völlig Normales. Nur jetzt bekam das eine schreckliche Bedeutung. Ne? Ist sie in den Wald gelaufen? Hat sie sich dort verirrt? Läuft sie immer weiter? Wie verhalten sich denn die anderen Familienmitglieder? Du hast den Mann angesprochen, die Geschwister und auch die anderen beiden Familien. Wie gehen die damit um, dass Inga jetzt gerade nicht da ist? Ich weiß nicht, ob das jetzt bei Viktoria Gericke schon damit zusammenhängt, dass sie die Akten liest. Jedenfalls erzählte sie mir 8 Jahre später, dass die Gastgeberfamilie also sehr entspannt geblieben ist. Man kann sich ja vorstellen, das Kind ist weg, eine Mutter dreht durch. Na klar, das ist was völlig Normales. Auch wo ist die Tochter und so? Die ist jetzt nicht mehr für ruhige Überlegungen in der Lage und ist panisch und fängt an zu suchen. Die Gastgeberfamilie nicht. Die sagt, auf dem Wilhelmshof passiert nichts. Und auch bei Ingas Geschwistern ist jetzt keine Panik ausgebrochen. Und unsere Kinder haben auch durch diese Erfahrung, dass Inga ja da mal so ein bisschen in den Wald reingelaufen war, vielleicht auch so gedacht, ach wer weiß, die testet vielleicht bloß wieder eine Grenze aus. Also ich hatte mir schon gewünscht, dass das irgendwie ernster genommen wird, weil ich hatte innerlich schon ein sehr, sehr, sehr schreckliches Gefühl. Allerdings sagt die Person, die Inga noch kurz zuvor am Haus der Gastgeberfamilie gesehen hat, und so, dass Inga nicht in den Wald gelaufen ist, die das gesehen hat, die sagt nicht, wartet, stopp, Inga ist hier, die ist nicht in den Wald gelaufen, wir müssen hier suchen. Also gehen alle hektisch in Richtung Wald und das Zeitfenster für den Täter, der dort sehr wahrscheinlich ja nicht war, vergrößert sich damit. Das ist die Tragik dieses Falles, die Suche im Wald anstatt die Suche auf dem Hof. Das gab einem möglichen Täter eben viel mehr Zeit, Spuren zu verwischen, Inga fortzuschaffen. Das ist das Problem. Als am 2. Mai 2015 Inga verschwindet, da ist es ungefähr 18.45 Uhr. Das ist eben nur diese sehr grobe Angabe, wir haben das gerade besprochen. Gegen 19 Uhr wird das Verschwinden dann ungefähr bemerkt und aus Sicht der Polizei gilt Inga ab circa 19.30 Uhr als vermisst. Rico, wie reagiert denn die Polizei auf den Anruf, nachdem eben sie als vermisst gemeldet wird? Wie ernst nehmen die Ordnungshüter den Hilferuf vom Wilhelmshof? Na, wir hatten es ja eingangs erwähnt. Gut, okay. Das, also, ich will ja jetzt nicht den ganzen Fall danach erzählen, einfach, sondern eben für das, was ich jetzt hier beitrage, da reicht es jetzt. So, also, ich halte das für einen ganz entscheidenden Punkt, dass das Verhalten der Inga darauf deutet, dass mit ihr ein Treffpunkt vereinbart wurde. Jetzt kann man sich überlegen, wie realistisch ist es praktisch, dass es in einem dieser Häuser jemand ist, sage ich mal, der, ja, ich weiß ja nicht, was für Leute genau dort wohnen, aber diese Einstellung dieser Gastgeber, hier auf dem Wilhelmshof passiert nichts, sage ich mal, das kommt ja schon daher, dass sie ihre Nachbarn ja auch besser kennen, wie jetzt die Familie, die da einmal kommt, sage ich mal, der Inga, ihre Familie. Also, das kann natürlich immer sein, dass es irgendein schwarzes Schaf, der hat sich so verstellt, dass er ganz normal wäre, dabei ist schon ein Kindermörder. Aber ich sag mal, das kann man nicht ausschließen, dass es in einem dieser Häuser, dass die eine Rolle spielen. Aber für mich ist dieses Szenario einfach, man muss sich ja auch vorstellen, was ist, wenn der Plan schief geht, wenn die jetzt nicht zum Treffpunkt gekommen oder es ihre Eltern sagt, der Täter muss ja auch irgendein Ausstiegsszenario haben, wo alles
harmlos ist. Also was wäre, wenn das Mädchen sich gleich, wenn es so begonnen hat, wie ich sage, es hat jemand mit ihr was vereinbart, einen Treffpunkt, zum Beispiel ihr die Pferde zu zeigen, und dann käme es praktisch, und bei diesem Plan geht was schief, und das Mädchen offenbart, sie geht zu ihren Eltern, sagt, ja, halt, wo warst du? Und er sagt, sie haben, ich wollte mit dem zu den Pferde. Und dann sagen die Eltern natürlich, was? Du alleine darfst du, wir kennen doch die Person gar nicht so gut oder so, vielleicht irgendwie darfst du doch nicht alleine. Aber letzten Endes ist das noch nicht existenzvernichtend, wenn jetzt irgendjemand, gesagt hat praktisch, dass er dem Kind die Pferde zeigt. Die Mutter wird es natürlich denken, oh je, also das ist schon irgendwie, aber sagen wir, da hat noch niemand seine Existenz vernichtet. Der kann ja immer sagen, was, ich hab's doch gut gemeint und so. Also das beinhaltet für einen Täter auch eher ein Ausstiegsszenario. Wobei, sage ich mal, wenn es jetzt so wäre, jemand will sie in den Keller, sagen wir mal, des Nachbarhauses locken, und er vereinbart hier einen Treffpunkt irgendwo im Nachbarhaus und das geht schief und sie berichtet es, dann die Sache der Eltern. Ja, kommt drauf an, da kann man sich auch eine harmlose Ausrede ausdenken. Aber, ja, man kann es nicht ganz ausschließen. Man kann es nicht ganz ausschließen, aber, ja, da geht es auch wieder drum, die Häuser sind, denke ich mal, da kann man wieder von der anderen Seite her argumentieren. Da kann man wieder sagen, okay, ich komme ja in einem Stadium nicht als der, heute momentan nicht als der Ermittlungsleiter, der jetzt hier bei Null anfängt und sich überlegen muss, was ist alles wahrscheinlich, sondern ich komme ja in einem Stadium, wo ich sagen kann, okay, die normalen, naheliegenden Sachen hat die Polizei wahrscheinlich gemacht. Die ist mit Hunden in jedes dieser Häuser rein. Was um alles in der Welt konnte übersehen worden? Und lange Rede, kurzer Sinn, von allen Seiten her, von allen Überlegungen her, ist für mich das Thema Gewächshaus einfach etwas, dort konnte man, das ist ein Ort, wo ich mir vorstellen kann, der einfach praktisch, wo einfach nie jemand mit Suchhunden gesucht hat, weil es irgendwie außerhalb der Vorstellung war, dass das irgendwie, ja, das kann ich mir vorstellen. Ich kann mir vorstellen, die sind in alle Häuser gegangen und so weiter. Die haben alles außerhalb abgesucht. Aber so eine Panne, wo einfach niemand drauf geachtet hat, das Gewächshaus von innen. Weil das ist etwas, ich sag mal, ob jetzt vor der Tür des geschlossenen Gewächshauses oder innerhalb des geschlossenen Gewächshauses, das ist halt ein großer Unterschied. Und von innen dringt halt da jetzt nichts raus, entscheidend. Also das hat das Potenzial, die Lösung zu sein. Dass der Körper der Inga im Gewächshaus unter Tomaten und Radieschen heute liegt. Ja. Ich sage mal, wenn jetzt die notwendige Erdarbeit, die kann man so machen, dass man sie praktisch, dass man es vertuschen kann. Weil so ein kleines Kind, da brauchst du nicht so viel. Und ich sage mal, wenn die einen halben Meter tief vergrabst, dann ist die,
dort unten, da kommt niemand mehr hin, wenn bei irgendwelche Gartenarbeiten, da kannst du auch mit der Gartenfräse und alles machen, einen halben Meter, und das Kind ist weg. Und deshalb habe ich eben angeregt, man muss unbedingt auch noch mit den Hunden in dieses Gewächshaus rein, wenn es das heute noch gibt. Aber das ist eben mein Beitrag. Und wie gesagt, zum Teil als Idee, aber zum Teil auch hergeleitet und als klare Wahrscheinlichkeit, wo jetzt, das ist kein, dann hat es nicht den Charakter einer Spekulation. Ja, gut, jetzt bin ich ein bisschen müde wieder, aber das... Ich bin nicht so Weltführer-like, wenn ich so müde bin. Aber jetzt ist es halt so. Also, denkt euch noch irgendein bisschen Geschwätz von wegen Universal und bla bla bla. Und dann, ich glaube, kann man sagen, soweit dazu.